Ja, Mingalaba, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video soll zum Thema sein Reisen innerhalb von Myanmar. Das ist jetzt kein Video zur Reisevorbereitung, das war ja das andere, sondern jetzt geht es wirklich darum, welche Route habe ich genommen, was habe ich für Tipps für euch, was für Hinweise, worauf solltet ihr vielleicht einfach achten. Ganz kurz vorab nochmal meine Reiseroute. Ich bin nach Yangon geflogen, bin mit dem Zug nach Tazi gefahren. Dann bin ich mit dem Zug weitergefahren an den Inle Lake, war da ein bisschen, bin dann nach Bagan geflogen, war ein paar Tage in Bagan, bin von Bagan aus mit dem Boot dann über den Fluss nach Mandalay. Von Mandalay aus bin ich dann spontan nochmal nach Thailand geflogen, war nochmal auf Koh Lanta ein paar Tage, bin von Koh Lanta aus dann zurück nach Yangon geflogen. Also das war einfach dem Zufall geschuldet. Ich hatte noch ein paar Tage Zeit, hat sich so ergeben. Andere Leute nutzen das einfach noch, um in den Süden zu fahren, noch so ein paar Tage. Kann man auch machen, aber darüber kann ich nichts erzählen. Ich weiß nur, dass es von Mandalay aus, jetzt schon mal vorab, Richtung Süden eine recht lange Busfahrt ist. Man kann die Sache aber mit dem Bus machen, das ist kein Problem. Ja, dann will ich mal anfangen. Also Yangon ist super zum Ankommen. Man sollte auf jeden Fall eine Unterkunft vorher buchen. Mache ich sowieso, wenn ich irgendwo ganz neu also Land einreise irgendwie, die ersten zwei Nächte buche ich meistens vor, weil ich mir den Stress nicht geben möchte, wenn ich ankomme. Dann kommt hinzu, dass man in Yangon wohl sowieso vorher buchen sollte, weil viele Hostels schon ausgebucht sind. Also das ist das, was ich auch gehört habe und das kam mir auch ganz gelegen. Also das war absolut in Ordnung. In Yangon selber guckt man sich natürlich diese tolle Pagode, die Schwesigon-Pagode an. Ganz klasse, also kann man wirklich so ein paar Stunden durch die Gegend laufen, toller Vibe, macht wirklich Spaß. In Yangon selber hat man noch so einen ganz netten Markt, ist an der Hauptstraße, da kann man auch viel Essen kaufen, also ganz spannende Gerichte gibt es dann da, tolle Früchte. Dann gibt es aber auch ganz viel Souvenirs dort zu kaufen. Also das ist auch optimal, wenn man am Ende vielleicht nochmal so ein paar Sachen kaufen möchte. Finde ich da total super. Vor allem, wenn man so ein bisschen in die Tiefen dieses Marktes eintaucht, also gar nicht vorne, sondern weiter hinten, ist es klasse. Ansonsten einfach einen Kaffee trinken, was essen, das Ganze auf sich wirken lassen, fand ich total klasse. Und ich fand auch, ich bin dort einfach gern durch die Gegend gelaufen. Ich bin einfach von A nach B, habe in kleinen Läden was zu trinken mir besorgt. Und ich habe ja schon im anderen Video gesagt, die Burmesen sind unglaublich offene Menschen, neugierige Menschen im positiven Sinne und wollen in ihren wenigen englischen Worten einfach wissen, wo man herkommt. Und das macht einfach viel aus. Also Yangon fand ich ganz schön. In Yangon habe ich mir dann ein Zugticket gekauft, um nach Tazi zu fahren. Das Zugticket kauft man in einer Art, ich nenne es mal Bauernhof. Das ist total kompliziert zu finden. Also es ist an dieser da ist eine Hauptstraße und da ist es wirklich so sehr zurückversetzt. Das ist auch nicht ausgeschildert. Muss man sich tatsächlich durchfragen oder gucken. Man braucht auch seinen Ausweis, um ein Ticket zu kaufen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Das hätte ich dort nicht erwartet. Ich hatte ihn zum Glück mit. Also man braucht einen Ausweis, dann kriegt man tatsächlich auch einen Platz zugewiesen. Man kauft das Ticket, ich habe es einen Tag vorher gemacht, kein Problem. Genau, dann fährt man halt morgens, nimmt man sich einfach ein Taxi, fährt zum Bahnhof. Im Zug selber ist es auch entspannt einfach, also man wird quasi voll versorgt. Jede Minute, also nicht jede Minute, aber an jedem Halt steigen Burmesen zu, die einem verschiedene Sachen verkaufen. Sie verkaufen einem nicht alles, es hat aber auch einen guten Grund. Die wissen schon, was der Tourist Magen verträgt oder was er nicht verträgt. Aber es gibt dort auf jeden Fall Kaffee, es gibt Früchte, Fisch habe ich auch gegessen und total lecker. Also man kann sich, sollte sich natürlich ein bisschen was einpacken, auch vor allem was zu trinken einpacken. Man sollte natürlich auch gucken, was man kauft, ne, nach den normalen Regeln. Aber es ist klasse. Dann die Zugfahrt an sich ist lange, aber toll. Also man hat wirklich man guckt ja, sich ganz tolle Natur an. Man sieht natürlich aber auch, wie die Armut in Myanmar teilweise noch ist. Also man bekommt mehr, sag ich mal, auch ja, einfach das Land zu sehen, wie es ist. Man reist auch mit den Einheimischen, das fand ich toll. Die passen, ich hatte nur das Gefühl, sie haben auf mich aufgepasst. Und ich wusste natürlich auch nicht, wo ich aussteigen sollte. Ich konnte das auch alles nicht lesen. Das heißt, ich habe dann irgendwann angefangen, Kontakt zu denen aufzunehmen. Und gemeinschaftlich haben sie es irgendwie geschafft, mir an der richtigen Stelle zu sagen, hier muss ich raus. Und tatsächlich, es war Tazi. Tazi an sich kann ich nur allen empfehlen, vorher zu buchen. Ich habe das so gemacht, dass ich von meinem Hotel in Yangon den Rezeptionisten gefragt habe, ob er es für mich buchen kann. Das hat er gemacht, denn in dem Hotel dort, das Moonlight Hostel heißt es, gibt es tatsächlich nicht viele Zimmer.
Die Vermieterin ist der Hit, die ist total nett. Also ich habe mich die halbe Nacht mit ihr unterhalten über den Umbruch in Myanmar, über das Land an sich und so weiter. Es war ganz klasse und es gab dort auch was zu essen. Also ist auch alles gar kein Problem. Es ist natürlich alles einfach in Myanmar, muss man auch sagen. Also es ist jetzt nichts für den Luxusreisenden. Es ist alles so ein bisschen... Also ich habe ein paar Fotos auf meinem Blog, da werdet ihr das sehen. Aber das weiß man. Also ich finde, wenn man mit dem Rucksack unterwegs ist, wenn man so reist, ich denke mal, dann weiß man auch, auf was man sich da einlässt. Und das ist ja auch Teil der ganzen Reise. Witzig fand ich da noch, dass man halt mit so einer Art Pferdekutsche abgeholt wird. Also es war auch organisiert. Ich kam an, zack, war wirklich alles da. Dann bin ich irgendwie mit so einer Pferdekutsche dahin gefahren. Und den nächsten Morgen waren tatsächlich auch noch so 2, 3 Backpacker. Die sind mit mir dann auch mit der Kutsche morgens dann zum Bahnhof gefahren. Das Ticket habe ich morgens am Bahnhof geholt. Auch da gibt es witzigerweise wieder 2 Klassen. Es gibt einmal die Holzklasse, die ist wirklich eine Holzklasse. Und dann gibt es die Luxusklasse, was aber nichts heißt. Also es ist ein bisschen bequemer zum Sitzen. Man reist aber trotzdem mit Schweinen und Hühnern und allem, was es so gibt. Man kriegt aber wirklich einen Platz zugewiesen. Also das fand ich ganz goldig. Aber man ist da auch ein bisschen entspannter. Also wenn man dann drin sitzt, darf man auch mal woanders irgendwie hin. Sanitäre Sachen muss man da nicht groß erwarten. Es ist alles sehr einfach. Es ist mehr so ein Versorgungszug irgendwie auch. Das heißt, man findet da, also ich habe dort auch ganz tolle Kontakte geknüpft. Es waren tatsächlich 2, 3 Backpacker dabei. Der eine ist auch wirklich Holzklasse gefahren. Und das ist so eine Art Versorgungszug. Also der stoppt wirklich in diesem kleinen Ort und es ist einfach traumhaft. Die Landschaft ist traumhaft. Man fährt durch den Dschungel, man fährt über Brücken, man fährt durch Schluchten. Ganz toll. Natürlich auch in einer ganz geringen Geschwindigkeit, kann dadurch natürlich auch das Ganze nochmal anders erleben. Und man wird auch da wieder, ich sag mal, voll versorgt. Das heißt, die Burmesen kommen ans Fenster, man kann morgens warme Maiskolben essen, man bekommt Kaffee. Einfach toll. Also das ist wirklich, für mich war das eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens bisher, diese Fahrt mit dem Zug. Und das kann ich wirklich jedem wirklich wärmstens ans Herz legen. Man sollte sich aber auch morgens warm anziehen, denn es ist eisekalt. Das hatte ich ja schon im anderen Video gesagt, in der Vorbereitung. Zieht euch ganz, ganz warme Sachen an. Es ist eiskalt. Und wenn man da sitzt und total friert, hat man da irgendwie auch nichts von. Also von daher ist es wichtig. Dann bin ich von da aus ja an den Inle Lake gefahren. Das heißt, man kommt dann im Zug an, man nimmt einfach ein Taxi, fährt an Inle. In Inle hatte ich ein ganz gutes Hostel. Das heißt Moonlight Guesthouse. Habe ich auch verlinkt auf meinem Blog. Ich fand die Lage ganz schön. Es liegt also direkt an so einem kleinen Kanal, aber auch sehr zentral. Es verläuft eine Starkstromleitung dort direkt über die Terrasse, wo man auch frühstückt. Muss man mit klarkommen, fand ich jetzt aber nicht so schlimm. Man darf ja nicht anfassen, aber kann man sich ja merken. Die Vermieterin ist total nett. Das Ding ist natürlich auch wieder nicht super sauber. Ja, also das muss ich gleich vorweg sagen. Wie gesagt, man muss ein bisschen härter am Leben sein. Aber es ist okay. Also ich fand es für mich völlig in Ordnung. Die Backpacker dort sind sehr entspannt. Und wenn ihr in diesem Guesthouse seid, ist nebenan... weiß ich auch nicht, Restaurant, Bar, wie auch immer. Da treffen sich abends die ganzen Bootfahrer. Und da war ich, habe was getrunken und bin mit denen ins Gespräch gekommen und habe so mein Boot für den nächsten Tag gemietet. Das war natürlich super, weil ich dann direkt auch vor meinem, ja, vor dem Hostel abgeholt wurde und auch direkt dann wieder zurückgebracht worden bin. Total entspannt. Und ja, das ist das. Dann die Floating Markets, die sind nicht jeden Tag. Sollte man sich vielleicht vorher, also wenn das total wichtig ist, dass man das mitnimmt, sollte man sich vorher informieren, wann dieser Markt ist. Nicht, dass man an einem Tag kommt, wo es nicht ist. Ich habe es nicht erlebt, muss ich sagen, fand ich jetzt aber nicht besonders schlimm, denn es gibt ansonsten total viele Highlights. Also ich finde, dass diese Floating Gardens, die es da irgendwie gibt, also dass man da irgendwie hinfährt, dann gab es auch an dem Tag einen anderen Markt, es war kein Problem, da bin ich halt dann dahin gefahren mit dem Bootsführer und es ist auch so, dass die einem eigentlich schon vorher sagen, was man an dem Tag so machen kann. Ich habe das dann noch geschafft, ich habe dann, die sprechen natürlich, die Bootsführer, so gut wie gar kein Englisch. Aber ich habe über den Bootsführer dann Kontakt gehabt, also mit dem Bootsführer und dem Restaurantbesitzer es irgendwie hinbekommen, dass der Restaurantbesitzer ihm gesagt hat, dass wir jetzt nicht jeden Hauptattraktionspunkt mitnehmen müssen, sondern ich eher so auf Natur stehe. Und ja, und zack, sind wir dann wirklich durch so ein bisschen abseits der Wege auch mal gefahren und wir hatten dabei echt total Spaß. Also er hat mir da ganz viel einfach gezeigt und
Das war wirklich klasse. Also man fährt den ganzen Tag auch, man fährt sehr früh morgens los. Auch da ist es eisekalt. Also zieht euch unbedingt was Warmes an. Und ansonsten kriegt ihr aber genug zu essen auf dem Markt und so weiter. Bisschen was zu trinken mitnehmen. Reicht total. Ansonsten schön Fotoapparat mitnehmen. Viel fotografieren und einfach auf euch wirken lassen. Also das ist wirklich, wenn die Sonne aufgeht mit den ganzen Fischern dort, das ist wirklich, das ist wie im Fernsehen, muss ich wirklich sagen. Das, was man so irgendwie auch von den Fotos kennt. Das ist eine ganz tolle Stimmung und einfach ganz toll. Ja, von da aus, vom Inle, ich bin noch einen Tag dann in Inle geblieben, bin mit dem Fahrrad ein bisschen durch die Gegend gefahren. Das war auch ganz nett. Wir waren noch in so einer Mönchshöhle, kann ich euch auch empfehlen. Ist auch in meiner Blogreisebeschreibung drin. Da sind so Höhlen, leben halt die Mönche in diesen Höhlen. Das ist schon schön. Ist auch nicht viel los touristisch, also das ist ganz entspannt. Dann gibt es so eine Holzpagode, die ganz bekannt ist. Einige Leute machen von dort aus auch noch Wanderung. Einige Leute machen auch noch so eine Weinprobe, also gibt es so ein Weingut. Da war ich persönlich jetzt nicht, kann ich nichts zu sagen. Von da aus bin ich dann geflogen. Ich hatte diesen Flug vorher gebucht gehabt, würde ich heute nicht mehr so machen. Habe ich in einem anderen Video schon gesagt. Ihr könnt mit dem Bus overnight irgendwie fahren. Also das, oder tagsüber, wie auch immer, das kann man auch vor Ort buchen. Das ist alles total entspannt. Aber der Aufwand mit dem Taxi, pünktlich, muss natürlich auch früh genug losfahren. Man fährt ewig, weil die Straßenverhältnisse nicht gut ist. Nach Bagan am Flughafen, dann muss man in den Flughafen, dann muss man von dort aus nach Bagan fliegen. Bagan muss man dann wiederum, je nachdem, wo man jetzt, ob man Alt-Bagan oder Bagan eine Unterkunft hat, hinfahren. Muss ich ehrlich sagen, ist den Aufwand nicht wert. Würde ich mich lieber in den Bus setzen, ganz entspannt. Und dann hat man da irgendwie mehr von. Ja, Bagan an sich ist einer der schönsten Orte der Welt, finde ich. Also total klasse. Ich hatte mir dort ein bisschen was Luxuriöses sozusagen gegönnt. Also ich hatte mir ein Hotel gegönnt mit einem kleinen Pool. Das hat sich auch ausgezahlt. Ich fand es ganz klasse. Die hatten auch morgens ein Frühstück. Das war ganz schön. Da musste man nicht sich groß überlegen, wo frühstücke ich jetzt, sondern die hatten so ein kleines Buffet und gut war. Ich hatte mir dort vor Ort einen Elektroroller gemietet. Das war auch super. Also man kann sich da vor Ort ein Fahrrad mieten, einen Elektroroller, einen richtigen Roller mieten. Ich habe mir einen Elektroroller gemietet, einfach weil ich bin zwar total sportlich, laufe auch Marathon, aber mir war das echt zu heiß. Es ist tagsüber wirklich heiß und da habe ich gedacht, dann kann ich mit meinem Roller durch die Gegend fahren. Das war auch gut so. Ich finde, man kommt auch sehr weit damit. Man muss nur aufpassen, dass die Batterie abends nicht leer ist. Hatte ich auch einmal. Bin ich 3 Kilometer vom Ziel liegen geblieben. Zum Glück haben mir dann Backpacker geholfen und dann irgendwie habe ich diesen Roller wieder zurückbekommen. War okay. Ich hatte auch mir den Roller direkt für 3 Tage pauschal gemietet. Ist super entspannt. Man kann auch seine Wäsche da immer direkt noch waschen lassen, wenn man Lust hat, Leute einfach ansprechen. Irgendeiner der Familienmitglieder macht das dann auch und ist total nett. Und Bagan an sich, ja. Guckt euch die Tempel an, lasst sie auf euch wirken. Es ist natürlich auch klasse, diesen Sonnenaufgang sich anzugucken. Ich habe immer gesagt, ich möchte diese Tour machen mit den Ballons. Ich habe es dann am Ende des Tages nicht gemacht, weil es mir einfach zu teuer gewesen ist. Also das kostet mehrere 100 Euro und dann habe ich gedacht so, nee, ich glaube, das ist es mir einfach nicht wert. Viele machen das, die sagen einmal im Leben. Ich muss sagen, ich bin morgens einfach mit einer Freundin dort einfach, die ich dort kennengelernt habe, zur Pagode gefahren. Wir haben uns den Sonnenaufgang angeguckt. Das war ein Traum. Genauso, als hätte ich jetzt irgendwie einen Heißluftballon gesessen, hätte mir das von da aus angeguckt. Sonnenuntergang habe ich mir auch angeguckt. Also ich habe mir morgens immer so einen, oder abend vorher so einen kleinen Plan gemacht, was ich abfahre, was ich mir einfach vorgenommen habe. Und das hat auch Spaß gemacht. Und man kann dann auch abends immer schön essen gehen. Also kein Problem, gibt total nette Restaurants und sich dann stärken für den nächsten Tag. Ich hatte dann beschlossen, von Bagan aus spontan eigentlich nach Mandalay mit dem Boot zu fahren. Das habe ich erst tatsächlich abends, ich glaube um 10 Uhr entschieden, weil ich dachte so, warum soll ich denn mit dem Auto fahren, wenn ich die Gelegenheit habe, mit dem Bötchen zu fahren. Und das hat super funktioniert. Ich bin an die Rezeption gegangen, der hat da irgendwie mehrere Telefonate geführt und dann war klar, alles klar, morgen, ich glaube 4.30 Uhr oder was, geht's los. Wie ich in einem anderen Video schon gesagt habe, natürlich hat die Taxiorganisation nicht funktioniert. Also ich stand dann da, zum Glück natürlich eine Viertelstunde früher, weil ich es mir schon gedacht habe. Und dann haben die halt
musste ich erstmal die alle wecken, weil die schlafen dann da auch. Es war, die schlafen in dem Hotel, die Angestellten, die haben auf dem Boden Matten. Und dann habe ich, ja, habe ich das mit dem irgendwie hinbekommen. Am Ende hat mich, glaube ich, der Koch gefahren oder so mit dem Auto. Aber irgendwie bin ich dann halt zum Fluss gekommen, hatte dann mein Bootticket. Das funktioniert da auch immer super mit den Tickets. Und bin dann halt, ich glaube, wir sind 13, 14 Stunden gefahren, weil es, ich war ja im Januar unterwegs, Niedrigwasser war. Das heißt, wir sind auch einmal stecken geblieben, mussten einmal quasi gerettet werden. Aber die Burmesen sind entspannt. Und auf dem Bötchen gab es auch was zu essen, was zu trinken. Und ich konnte, Sicherheitsvorkehrungen sind da auch so eine Sache, man konnte einfach die Beine, ich habe so am Rand des Bötchens gesessen, habe meine Beine so ein bisschen ins Wasser baumeln lassen, habe geschaut, Natur mir angeschaut, einmalig. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ja, dann bin ich nach Mandalay. In Mandalay muss ich sagen, ist nicht meine Stadt. Das ist eben so eine Grid City, also man hat wirklich diese Quadrate einfach nur. Es ist unglaublich staubig, die Luft ist nicht so richtig gut. Fand ich so vom Eindruck einfach nicht so schön. Ja. Es gibt dort viele Hotels, also man muss sich da keinen Stress machen, dass man irgendwie kein Hotel findet. Hotels gibt es da wie am Sand am Meer. Wir hatten auch so ein Hotel, wo wir einfach so eine ganz schöne Aussicht oben hatten, das war ganz nett, aber ja, also in Mandalay kann man sich diesen Königspalast angucken, das ist ganz, ganz nett. Man kann den auf die Aussichtsplattform Mandalay Hill heißt es. Das ist ein ganz netter Aufstieg dorthin. Man kann die U-Bahn Bridge sich angucken. Die habe ich mir nicht angeguckt, aber soll wohl ganz nett sein. Und ich habe alles mit dem Fahrrad gemacht. Also ich habe mir tatsächlich da ein Fahrrad gemietet und bin mit dem Fahrrad mit Gerdy durch die Gegend gefahren und das hat echt Spaß gemacht. Also man muss schon, gut, ich kenne von Berlin natürlich einiges mit dem Fahrrad fahren, bin da nicht so, aber das macht wirklich Spaß. Und ja, was jetzt Restaurants betrifft, da schaut einfach in den Lose-Reiseführer, schaut einfach in den Rough Guide oder auch in den ganz normalen Lonely Planet rein. Da könnt ihr euch auch... Ja, von Mandalay aus bin ich dann ja nach Thailand geflogen. Also ich bin dann halt nach Krabi geflogen, war noch auf Koh Lanta, von Koh Lanta aus dann wiederum zurück nach Bangkok und dann bin ich von da aus nach Yangon geflogen. Das ging ohne Probleme, war vor allem sehr vorteilhaft, dass ich das Foto, was ich damals gemacht habe fürs Visum, online verfügbar hatte. Das heißt, ich habe einfach ein neues Visum beantragt. Das hat 3 Tage gedauert, das bei mir. Und zack, hatte ich das neue Visum und konnte dann von Thailand aus, trotz meines ersten Single-Entry-Visums, nochmal einreisen. Das war total klasse und hat mir eben eine super Flexibilität gegeben. Viele reisen aber auch oben von Mandalay aus nochmal mit dem Bus oder fliegen auch Richtung Südwesten. Da sind ja diese ganz ja, bekannten Strände. Da habe ich Unterschiedliches gehört. Also einige finden es da total schön, andere waren wieder total enttäuscht. Es ist wohl relativ teuer, aber ich kann nichts dazu sagen. Ansonsten gibt es ja noch diesen, wenn man nochmal an Beach möchte oder überhaupt ans Wasser, den Südteil in Myanmar, hatte ich ja in dem anderen Video auch schon gesagt, wo man wohl auch tauchen und schnorcheln kann. War ich noch nicht, steht auf meiner Liste, soll ganz zauberhaft sein. Ja, ansonsten wünsche ich euch, wenn ihr jetzt demnächst nach Myanmar fahrt, eine total zauberhafte Zeit. Es wird sicherlich großartig werden. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir. Ansonsten könnt ihr auch nochmal die ganzen Stationen nachlesen unter www.juliamarie-berlin.de. Und ja, ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Ich werde sicherlich noch weitere Videos machen und eine gute Reise. Bis bald. Ciao.